Grüß dank, ich bin die Annemarie. Und heute hat ich gern zu an, wie man Zucchini süß-sauer einlegt. Wir nehmen die Zucchini und die Peperoni und waschen und schneiden sie. Danach geben wir Essig und Äpfelsaft in den Topf, geben die Gewürze dazu und bringen es zum Kochen. Jetzt geben wir das Gemüse dazu und lassen es 5 Minuten köcheln. Zum Schluss füllen wir das Ganze in Gläser ab und verschließen sie gut. Mein Tipp: Für das Rezept kann man jedes Saisongemüse vom Garten nehmen.